Ja, moin moin und herzlich willkommen zu diesmal keiner Prognose. Nein, ihr habt es vielleicht schon gelesen, oben in der Titelbeschreibung. Der Gewinnspiel Matchparty gegen Mr. Pro Zombie, der bei der Auslosung gewonnen hat zu meinem Gewinnspiel letzter Woche. Und ja, er hat sich für die Mannschaft Manchester United entschieden. Ich glaube, er ist Fan von denen, ich weiß es gar nicht. Und ja, ich habe mich für den frisch gebackenen italienischen Meister AC Mailand entschieden. Und ja, spiele ja dann hier gegen den Finalisten der Champions League. Und ich bin mal gespannt. Wir haben keine Probepartie und kein gar nichts gemacht. Wir spielen jetzt hier direkt so nackt, nackig los. Und ich habe keine Ahnung, wie gut der Junge spielt. Ich hoffe nur, dass er nicht wie einst bei meinem Livestream der 29. der FIFA-Weltrangliste von einst ist. Ja, ich bin es jedenfalls nicht auf der Weltrangliste und das ist auch ganz gut so. Keine Ahnung. Ja, dann schaue ich mal. Ihr seht jetzt vielleicht ja auch Robinho. Erster Schuss. Schön. Ihr seht gerade, dass die Kamera ziemlich anders ist als sonst. Ich habe mir heute ein Kamerapatch drauf gemacht, eine Veränderung. Und ich weiß nicht, ich glaube, dazu werde ich auch kein extra Video machen, aber den Link dafür findet ihr in meinem Kanal auf der linken Seite. Und da war auch gerade mal so ein Grafikfehler. Ich lasse jetzt auch mal die Kamera die erste Halbzeit so, in der zweiten werde ich nochmal ein bisschen ändern, vielleicht kriege ich da was Besseres hin. Jetzt erstmal ein bisschen die Aufstellung offensiver machen. Jetzt kommt hier mein Gegner, der ja hier im Spiel Nitro Johnny heißt oder Nitro Johnny, man weiß es nicht. Sehr interessant der Name. Könnte hier so von Fast and the Furious sein. Hey, da kommt Nitro Johnny. Da müssen wir aufpassen. Der zieht immer im richtigen Augenblick Nitro raus. Yeah. Das war bescheuert gesagt jetzt, ne? Ja. Okay. Pirlo, Pirlo. Ja, und Berbatov, Alter, der Junge, der zieht hier ab. Der macht sie alle platt. Aber ich habe ja hier Mailand. Cassano. Mailand mit Marc van Bommel, der hier die Bayern auslachen konnte. Die Woche Tor für Mailand. Die Meister. Da ist dann Bommel zu dem richtigen Verein gewechselt und mit denen natürlich dann hier Meister geworden. Und ja, da steht es 1:0 auswärts für Mailand. Wunderbar. Für mich jedenfalls, für den Gewinner des Gewinnspiels, vielleicht jetzt nicht so der optimale Einstieg hier ins Spiel. Ja, ist noch ein bisschen zaghaft, der Junge, glaube ich. Der muss hier sich jetzt ein bisschen mehr trauen, sonst sieht das nicht gut aus hier für ihn. Und da ist die nächste Chance für Ibrahimovic. Im 16er zum Schuss gekommen, aber wieder abgeblockt. Und jetzt werde ich es mal testen. Einige wissen vielleicht schon Bescheid. Ich habe mir hier eine Ecke einstudiert. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich die so hinbekommen werde. Nee, das war viel zu früh geschossen. Aber ich habe die Woche da eine Ecke gemacht. Und ihr seht, was da rauskommt. Verdammte Angst. Torwart, kein Spieler hinten. Oh, ist das peinlich, den er da reinmachen müssen. Rain Rooney. Mr. Zombie Pro oder Nitro Johnny, den hätte er machen müssen, ganz alleine. Also mehr Platz kann man als Stürmer nicht haben, um so einen Ball reinzumachen. Aua, das kostet mindestens eine Kiste für Rooney. Und jetzt wieder Mailand hier im Angriff. Und da sehe ich, dass meine Ecke da noch ganz starke Defizite hat. Und ich da hinten dann doch den ein oder anderen mehr abstellen sollte. Da war ja niemand. Niemand, der da gedeckt hat. So, Pirlo wieder am Ball. Und da vorne ist Cassano. Ah, der Ball kommt nicht durch. Aber Manchester findet jetzt, glaube ich, hier in der Abwehr den richtigen Weg, um da immer eine Antwort zu haben auf die Angriffe von Mailand. Der Versuch hier nach vorne auf Berbatov war jetzt nicht ganz glücklich. Und somit wieder Mailand an der Kugel. Aber jetzt auch hier wieder so ein Scheiß. Fehlpass. Ryan Giggs kommt nicht ran. Ich weiß gar nicht, wo Mailand in der Champions League verblieben war diese Saison. Das ist auch so eine Frage, die mich jetzt gerade so ein bisschen beschäftigt. Oh, schön jetzt. Berbatov schon wieder. Kommt er hier nicht zur Action? Und jetzt haben wir hier absolutes Mittelfeldgeplänkel bei beiden Mannschaften. Jetzt Giggs hier vielleicht jetzt mal den Pass auf Rooney, dass er diesmal reinmachen kann. Failed aber auch hier wieder.
Sehr schnell weg der Ball. Und auch Mailand hier mit ständigen Fehlpässen. Eigentlich dachte ich, dass ich solche dummen Pässe hier nicht mehr mache. Aber ja, das passiert dann doch. Immer noch und immer wieder. Rubinho, Pirlo. Will sich hier vorbeidrücken, wird aber fies gefoult. Und das gibt er gelb, er gibt gelb. Fernandinho, wollte ich schon sagen. Und hier gibt's nochmal gelb für Rooney. Nochmal obendrauf on top. Vor 10 Minuten da irgendwann mal ein Tor, ein Foul gewesen. Und jetzt Pirlo, schießt der überhaupt die Freistöße? Keine Ahnung, der sieht aber jetzt so schwach nicht aus. Deswegen lasse ich ihn da schießen. Pirlo, der kommt gut. Und der Torwart Van der Sar lässt abklatschen. Jetzt nochmal, Pass in die Mitte. Aber der ging direkt auf Van der Sar. Der natürlich keine Probleme mit so einem Geschichtchen da hat. Und wieder Pirlo und Abrosini. Antonini, ich kenne die Namen alle gar nicht. Nicht so schlimm. Oh, die kommt ja gar nicht mal so schlecht. Da gab es ein bisschen Probleme jetzt zu Van der Sar. Da ein bisschen Verständigung. Und den Ball doch noch am Ende abfausten. Zur Not macht man das natürlich. So, wann sehen wir hier die nächste große Chance für Manchester? Sieht hier gerade überhaupt nicht danach aus. Jetzt nochmal Mailand. Oh, beinahe Ibrahimovic. Jetzt Cassano. Und der ist wunderbar gehalten worden von Van der Sar. Also wir sehen hier sehr viele Chancen auf der Seite von AC Mailand, die aber nicht wirklich effektiv hier sind. Aber jetzt mal wieder eine Ecke und ich werde wieder meine epische Ecke, wie ihr vielleicht gelesen habt, nochmal testen. Und da laufen sie rein. Alle laufen rein. War aber nicht effektiv. Schon wieder nicht effektiv, aber diesmal bei der Ecke auf der Seite habe ich wohl doch ein paar Spieler mehr hinten gelassen. Also sieht das nicht ganz so altbacken dann aus. Und hier der gelb gefährdete Ferdinand. Oh, schön geblockt hier. Der Ball sollte schön auf Rooney gehen. Der wäre da schön frei durch gewesen. Aber das hat nicht sollen sein. Jetzt Boateng auf Ibrahimovic, aber viel zu weit. Oh, da werde ich bei Facebook angeschrieben, aber da kann ich nicht antworten. Das geht leider nicht. Jetzt nochmal Ibrahimovic, aber auch der Ball kommt nicht wirklich bei ihm an. Was passiert jetzt hier mit Boateng? Nee. Evra jetzt auf Giggs. Kann er sich jetzt was einfallen lassen? Giggs, weiter jetzt Evra auf links. Schön, schön jetzt nach vorne durchgespielt. Und jetzt sind sie gut dabei vorne, gut positioniert, aber am Ende kommt dann doch noch ein Verteidiger an den Ball und somit keine schwierige Situation hier für die Mailänder Abwehr, die sehr solide bis jetzt war, bis auf diesen dicken Patzer nach der Ecke, den ich eigentlich selber verschuldet habe. Auch diese Flanke hier, keine große Gefahr. Man muss eigentlich schon fast sagen, dass hier Mailand, ja, Manchester schon ziemlich gut im Griff hat. Und jetzt nochmal Cassano, aber der Ball war flach und das war vielleicht nicht das Beste, die beste Entscheidung, die er heute hier getroffen hat. Aber da ist Wayne Rooney auf dem Weg zum 16er. Und was macht er? Er flankt in die Mitte, der kommt auch irgendwie durch, die Abwehr dann leicht überfordert. Jetzt nochmal Rooney an den Pfosten und dann noch glücklich hier bei der Abwehr. Nicht nochmal vor das Tor gekommen. Schön gemacht von Rooney, sehr schön. Hätte aber auch schon drin sein können. Der Abpraller kommt Gott sei Dank für Mailand an einen Abwehrspieler und nicht vor die Füße von Berbatov, der da auch zum Eindipsen bereit war. Und wir sehen jetzt hier, die ersten 45 Minuten sind vorbei. Und meiner Meinung nach eine sehr einseitige Partie. Aber Mr. Zombie Pro hält sich hier noch ganz gut. Seinen Zettel habe ich aus dem Hut gefischt. Und ja, die 38 anderen Leute hatten leider Pech. Aber für die, die nicht gewonnen haben und sich hier das Video anschauen, möchte ich schon mal sagen, am Sonntag könnt ihr ja vielleicht nochmal verlost werden. Oder mit etwas Glück. Gleich mal hier überspringen. Ja, mit etwas Glück bei meinen Spielen dann da dabei sein. Ich habe ja da auch ein Video veröffentlicht, wo ich das alles angekündigt habe. In meinem Kanal zu sehen. So, jetzt wieder Manchester United in der zweiten Halbzeit direkt mal hier im Angriff. Gehen jetzt direkt über außen an der Linie lang. Und Torwart von Mailand. Ja, auf jeden Fall muss er ihn da ins Aus schicken.
ich wollte die Kamera noch ändern, das habe ich jetzt ganz vergessen. Und dann schauen wir mal, was hier noch so passiert in der zweiten Hälfte. Und wir sehen auf jeden Fall, dass Manchester United hier sehr aggressiv aus der Kabine rauskommt. Wahrscheinlich hat sich ja Mr. Pro Zombie jetzt hier auch mal eine andere Taktik einfallen lassen. Aber der Ball, der kommt hier ganz gut, aber nicht perfekt auf Cassano. Bei der nächstmöglichen Unterbrechung werde ich unterbrechen. Ah, da kommen sie nicht ran. Jetzt gibt es Einwurf für Manchester United hier in Old Trafford. Ja, wenn ich den Ball nicht habe, kann ich ja selber nicht unterbrechen. Da hoffe ich jetzt mal drauf, dass jetzt irgendwas passiert. Nee, nochmal Manchester United. Bis jetzt nur ManU in der zweiten Hälfte hier gefährlich vor dem gegnerischen Tor. Jetzt aber vielleicht nochmal der gute Pass auf Cassano. Der kriegt ihn hier sehr schön, aber der Ball in dem, auf dem nassen Feld, der glitscht sowas von weit weg, dass der Spieler keine Chance hat mehr, da ranzukommen. Und somit ist die Chance nicht so geworden, wie sie sich wahrscheinlich jeder vorgestellt hat. Jetzt Boateng hier außen. Der macht sich jetzt hier in die Mitte, aber verliert da den Ball. Jetzt nochmal Abate, keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Jetzt habe ich die Möglichkeit, kurz in die, ins Menü zu gehen. So, mal ein bisschen weiter reingezoomt und keine Ahnung, warum ich jetzt hier nicht anders den Freistoß schießen kann. Ich mache es jetzt einfach mal so auf meine Standardart und Weise. Oh, der Ball geht da durch und fällt das ab. Stolpert nach hinten weg. Und irgendwie gibt es da jetzt Ecke, man weiß nicht warum. Und jetzt Pirlo mit der Ecke. Klappt es diesmal mit dieser unglaublichen Taktik? Na, der Ball kommt erstmal nach hinten weg. Und dann landet er vor den Füßen von den Engländern. Vom Nitro Johnny. Weiß nicht, ob ich den Namen so sage. Ich sag ihn einfach mal so. Ich find's cool. Ich find's einfach nur cool. Und jetzt wieder Milan. Im Ballbesitz. Und jetzt vertändelt. Und wieder zurückgeholt. Das ist immer kämpferischer Einsatz. Das finde ich gut, dass man da nochmal rankommt. Schön hier durchgesetzt. Und jetzt Berbatov mit der Möglichkeit zum Ausgleich gegen AC Mailand. Und da macht er auch den Treffer. Der Torwart kommt ein bisschen raus. Und Berbatov diesmal für ihn hier der Treffer. Rudi vorhin gepatzt. Berbatov macht ihn jetzt rein. Schön hat er ihn da stehen lassen. Und der Torwart so ein bisschen ohne Chance, muss man schon sagen. Aber unten drunter durch. Sehr schön gemacht von Berbatov, muss ich nochmal sagen. Und auch jetzt der verdiente Anschlusstreffer, der verdiente Ausgleich in der zweiten Halbzeit, nachdem Manchester in der ersten Halbzeit nicht wirklich Chancen hatte. Aber jetzt hier in der zweiten Hälfte sehr gut rausgekommen ist. Mit mehr Druck, mehr Chancen und mehr Ideen vor allen Dingen. Oh, da wollte er hier einen schönen Rainbow-Trick machen. Hat aber nicht geklappt. Und das könnte jetzt zum Konter führen. Nee, der geht ins Aus. Sehen hier aus. Und Einwurf jetzt zum ManU. Und der geht nach hinten weg. Oh, spektakulär da zum anderen Abwehrspieler rübergereicht. Und nochmal Einwurf für ManU. Es wird ruhiger hier in Old Trafford. Keine Chancen. Mittelfeldgeplänkel. Jetzt könnte es vielleicht mal wieder ein bisschen gesangstechnisch losgehen. Und ich hoffe, ihr seid auch noch alle dabei. Ich bin dabei und ich gebe jetzt alles. Ich werde jetzt auch ein bisschen offensiver hier machen. Nicht nur ein bisschen. Ich gehe jetzt die volle Offensive hier rein. Abseitsfalle. Maximal offensiv. Und dann geht die Party ab hier. Und dann geht's auch los mit Pirlo. Pirlo und vorne Ibrahimovic. Da hat er die Möglichkeit. Spielt er irgendwo hin. Da kommt der Torwart raus. Und eigentlich war das ein Foul, meiner Meinung nach. Er verliert ihn. Den Ball. Und die schlechteste Variante, die er hätte nehmen können, macht er hier. Und somit jetzt Manchester United nochmal am 16er. Berbatov schon wieder. Und da hätte er sich anders umgedreht, dann wäre die Kugel nochmal im Netz gewesen. 73. Minute. Oh, schön. Kommt er selber nicht mehr dran. Pickt ihn weg. Nani jetzt. Aber der geht ins Aus. Für AC Mailand, für Milan. Und wir sehen jetzt hier den Spielaufbau mit der Hoffnung, dass das jetzt mal hier in einer positiven Aktion endet für irgendeine Mannschaft. Ist mir völlig egal. Das hier ist eine reine Freundschaftspartie. Aber ich will natürlich wie immer gewinnen. Oh, Berbatov. Warum geht er nicht weiter, Berbatov? Er geht nicht weiter.
Ja, der Ball geht ins Aus. Der glitschige Rasen verweigert hier dem Spieler natürlich den Ball. So, Abiati ist der Torwart, wie man sieht. Ja, gut, den kenne ich jetzt nicht so. Ich kenne den Kader von AC Mailand jetzt nicht. Nur grob, nur grob. Jetzt werden wieder alle sagen, da hat ja gar keine Ahnung für Fußball. Ja, muss ja nicht alles wissen. Nicht? Ja. So, wichtig ist, dass jetzt immer mehr Chancen kommen. Vielleicht war das auch zu offensiv hier von mir. Thiago Silva jetzt. Schön nach vorne gelegt an sich. Gut gedacht. Aber der Stürmer konnte mit dem Ball nichts anfangen. Und jetzt nochmal hier Menu. Und wir kommen jetzt in die letzten 10 Minuten rein. Und hoffen, dass hier noch irgendwie ein Siegtreffer kommt. Obwohl eine Verlängerung natürlich auch nicht schlimm wäre. Ja, das war faul. Und es gibt den Freistoß für Mailand. So, Robinho. Und Boateng. Der spielt hier auf Ibrahimovic. Und vorne laufen sie sich jetzt rein und frei. Aber Ibrahimovic vertändelt hier den Ball. Unnötig, unnötig meiner Meinung nach. Da hätte er schon längst flanken können. Jetzt nochmal Manu. Die 86. Minute ist hier voll am Laufen. Also sie wollen irgendwie nicht so richtig nach vorne. Es ist alles so ein bisschen... Oh, machen wir mal oder machen wir noch... Nee, machen wir mal noch nicht. Warten wir mal noch ein bisschen hier. Wir lassen die letzten Minuten spannend werden. Hier in Old Trafford. Oh, das könnte natürlich zum Verhängnis werden. Wenn man hier nicht seine Chancen nutzt und die Überlegenheit, die man vielleicht auch gerade hat, muss man da natürlich auch in Gold münzen. Sagt man das so? Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall muss man das ausnutzen. Und das machen sie hier gerade nicht. Sie hatten hier die Ballhoheit. Und ja, in dem Augenblick haben sie das nicht genutzt. Und jetzt könnte es bestraft werden mit Ibrahimovic. Und der macht hier wieder auch, wie Rooney auf der anderen Seite, eigentlich eine hundertprozentige Aktion nicht rein. In der letzten Spielminute. Ibrahimovic. Mensch. Und ich sag's noch die ganze Zeit, das könnte bestraft werden. Aber Ibrahimovic hat es nicht bestraft. Das war abseits mit Sicherheit. Ja, den hätte er jetzt mal schön drüber gelupft. Und der wäre auch reingegangen. Aber wird hier abgepfiffen. Und wir haben jetzt die 90. Minute. Die Nachspielzeit läuft. Der Schiedsrichter wird jeden Augenblick abpfeifen. Gibt es hier noch das Wunder für Man U? Den Treffer, aber nach hinten geht's nicht. Nach hinten sollen sie nicht spielen. Das wäre das Schlechte. Carrick jetzt. Berbatov. Vorne Rooney, Ball breit nochmal ab, geht nochmal in die 1 aus zu einer Ecke für Manchester United. Wird jetzt hier von Giggs ausgeführt. Und die kommt gar nicht mal so schlecht. Da habe ich jetzt gute Chance gesehen für Manchester. Jetzt nochmal kurz vor Ende der Halbzeit der zweiten. Und das Ganze führt jetzt zur Verlängerung. Wir haben jetzt hier 1:1. Natürlich werden wir dann eine Entscheidung erzwingen in der Nachspielzeit.